In diesem Video geht es um Krisen, das heißt, wie du mit Krisen umgehen kannst, wenn die über dich drüber schwappen. Warum mache ich das Video jetzt? Weil es gerade sehr, sehr aktuell in meinem Leben ist. Die zwei letzten Monate waren recht krisengeschüttelt und ich werde ehrlich in dem Video erzählen, ersten Schritte, wie du damit umgehen kannst, wie es mir gegangen ist, wie ich damit jetzt umgegangen bin. Jetzt ist es gerade wieder leichter geworden. Ich bin auch durch eine intensive Phase durchgegangen und am Ende des Videos bekommst du sozusagen meine Highlights-Tools, die mir am besten helfen, die Glaubenssätze, die mein Mantra sozusagen, mit dem ich da durchgegangen bin. Okay, lass uns starten. Warum ist es gerade intensiv in meinem Leben? Warum ist gerade Krise in meinem Leben? Weil unsere Tochter, ich habe schon ein Video dazu gemacht, nur ganz kurz möchte ich es erwähnen, unsere Tochter ist sozusagen im häuslichen Unterricht bei uns zu Hause, weil uns wichtig ist, dass sie eine individuelle Betreuung hat und wir kümmern uns darum, dass sie viel lernt und dass sie gehirngerecht lernt. In der Schule ist das meiner Meinung nach leider nicht möglich. Jetzt geht sie nicht in der Schule und der Staat macht uns Druck auf den verschiedenen Ebenen, sehr, sehr viel Druck gerade im Moment und deshalb hat es mir sozusagen auch viele alte Traumata rausgeworfen aus meinem Körper und mit denen musste ich umgehen. Ich werde jetzt dazu, das wollte ich nur kurz erzählen, ich werde jetzt die Schritte erzählen, wie ich damit umgegangen bin und was du auch tun kannst im Endeffekt. Kurz eine Geschichte zum ersten Schritt. Der erste Schritt ist der wichtigste und ich sage dir gleich, was er ist. Geschichte dazu. Im Programm Frei und Sicher Musik machen hatten wir mal einen Teilnehmer, der ist nach 4 oder 5 Wochen wieder in einen wöchentlichen Call gekommen und hat gesagt, jetzt hat er endlich verstanden, was ich meine mit Frei und Sicher Musik machen. Und der spielt schon seit 40 Jahren sein Instrument. Also ist kein junger Musiker, schon ein älterer Musiker. Und er hat gesagt, er hat zum ersten Mal wirklich völlig frei, ohne Stress, völlig im Flow, voll im Space abgerockt, sodass seine Kollegen sogar danach gesagt haben, hey, was ist mit dir passiert? Das war ganz anders, unglaublich. Ist wahre Geschichte. Weil es für ihn normal war, auf einem Stresslevel, stell dir vor, es gibt das Stresslevel 0, wo es dir wirklich gut geht, wo es angenehm ist, und Stresslevel 10 und alles dazwischen, 10 ist Panik, sagen wir mal. Für ihn war es normal, auf einem Stresslevel 2, 3, 4 zu spielen. Aber es ist trotzdem Stress, Aufregung, aber trotzdem Stress, nicht Flow. Weil wenn man das Stresslevel umdreht zum Beispiel, wenn du auf 0 kommst, kannst du es umdrehen, wie gut kann ich in den Flow, das ins Positive hinaufsteigern, dass es mir noch besser geht, noch leichter. Das heißt, für ihn war es normal, im Stress überhaupt zu spielen. Das war der Normalzustand. Und der erste Schritt ist der wichtigste, mal wahrzunehmen, hey, ich bin im Stress. Weil es für viele Menschen ganz normal und selbstverständlich ist, in der Früh aufzustehen und schon daran zu denken, okay, was habe ich zu tun, und ich bin nicht im guten inneren Zustand, sagen wir in Frei und Sicher Musik machen, sondern im Stress. Bei mir war es genauso, eben gerade bei Krisen. Wenn Krisen kommen, die kommen ja nicht langsam, sondern bam, die sind da, darum sind sie Krisen. Krisen sind Situationen, wo du plötzlich überfordert bist und dich nicht auskennst und alle negativen Gefühle aufkommen, war bei mir genauso im ersten Moment. Obwohl ich gewusst habe, was auf mich zukommt, wie es dann da war, bumm, ist das Alte aufgetaucht. Und dann ist es extrem wichtig, und das ist der erste Schritt, wahrzunehmen, ich bin im Stress und nicht im gut inneren Zustand. In Frei und Sicher Musik machen etablieren wir den gut inneren Zustand. Wie ist es, wenn du strahlst, leuchtest, voll bei dir bist? Das einmal bewusst mitbekommen. Ich weiß, das klingt vielleicht für manche banal, ist es aber überhaupt nicht. Das ist das Wichtigste. Andere Geschichte, ich habe früher in Unternehmen sehr viele Workshops gemacht für Angestellte in Unternehmen, auch Führungspositionen, was auch immer, ist es oft normal, in die Arbeit zu gehen, Stresslevel oben, oben, oben und dann am Abend wundern sie sich, warum sie nicht schlafen können. Aber sie kriegen es nicht einmal mit. Deshalb erster Schritt, der wichtigste, wahrzunehmen, ich bin im Stress. Immer wieder zu überprüfen, wie geht es mir eigentlich, bin ich frei, ist es eng, kann ich locker atmen oder geht die Waschmaschine im Kopf ab? Und bei mir war es genauso. Die Dinge sind gekommen und im ersten Moment, gerade wenn eine Krise kommt, kommt man ins Strudeln, weil da ist man kurz überfordert und da ist es wichtig wahrzunehmen. Bei mir war es auch, ich habe sicher ein paar Tage gebraucht, um einmal zu checken, okay, wie geht es mir eigentlich? Bin dann wieder zu mir gekommen, Gott sei Dank ist bei mir schon integriert, dass ich mich sehr, sehr viel beobachte und vergleiche, ob ich im guten inneren Zustand bin und dann sofort Dinge mache, um da wieder zurückzukommen. Also bei mir hat es dann auch ein paar Tage gedauert, dann habe ich es aber gecheckt. Und habe dann sofort gegengesteuert und habe intensiv Blockadenlöser zum Beispiel gemacht. Da werde ich auch gleich davon erzählen. Also erster Schritt, der wichtigste, nimm wahr, dass du im Stress bist. Und das funktioniert am besten, meiner Meinung nach, wenn du immer im Alltag auch beobachtest. Nicht, wenn eine Krise kommt, sondern im Alltag, wenn es schon normal ist. Wie geht es mir eigentlich? Fühle ich mich wohl? Nein, okay, was kann ich tun, um da rauszukommen? Also erster Schritt, klar wahrnehmen und vielleicht davor trainieren, dass es leichter ist, das mehr beobachten, dass es dann auch leichter auffällt. Ich schaue da runter, weil da unten habe ich alles aufgeschrieben.
Zweiter Schritt ist dann natürlich auch die Entscheidung treffen, dass ich da rausgehe. Warum soll ich da im Stress drinnen bleiben? Ich kann mich auch wohlfühlen, ich darf mich wohlfühlen, selbst wenn viel zu tun ist, selbst wenn Krisen kommen, gut bei mir zu sein. Das ist natürlich auch diese Entscheidung treffen, dass ich da rauskomme. Weil der zweite Schritt ist der wichtigste, da rauszukommen überhaupt aus dem Ganzen, aus diesem, wenn es eng wird, wenn die Ängste kommen, wenn es dich herumbeutelt, da bewusst zu sagen, nein, da bleibe ich nicht drinnen, ich gehe raus. Und was ich gemacht habe, und Gott sei Dank habe ich diese Tools, die Werkzeuge zum Blockadenlösen. Das heißt, ich habe meine Werkzeuge gelernt, die wir auch in Frei und Sicher Musik machen, verwenden, aus Traumatherapie, aus verschiedensten Richtungen, hypnotherapeutische Werkzeuge, um wirklich Blockaden zu lösen, die alten Ängste aus dem Körper rauszukriegen, den Körperspeicher auszulernen. Und da habe ich wie wild gearbeitet, wirklich 2 Monate hindurch. Es sind alte Schultraumen bei mir aufgekommen, da habe ich auch ein eigenes Video dazu gemacht. Ich bin durch ein Schultrauma, ich erzähle es ganz kurz, wo ich mit 12 Jahren aus der Klasse rausgenommen wurde. 3 von uns wurden aus der Klasse rausgenommen, in eine andere Klasse versetzt, weil das die Redelsführer waren und das war extrem traumatisch für mich. Das hat sich dann immer, wenn ich Big Band zum Beispiel gespielt habe, soliert habe, aufgestanden bin, die Big Band um mich herum, könnte eine Ressource sein, bei mir war es angstbehaftet, weil ich bin in die neue Klasse gekommen, ich wurde hingesetzt und alle haben mich angeschaut und das wurde immer aktiviert. Und da habe ich schon viel dran gearbeitet, aber das ist da wieder aufgetaucht. Ich habe mich 1,5 Stunden hingesetzt und gelöst, bin mit Blockadenlöser da durchgegangen. Also wenn du Blockadenlöser kennst und sie vielleicht nicht viel verwendest, aktivier sie. Wenn du sie nicht kennst, kommen jetzt gewisse Schritte. Das erste, was ich eben diese Entscheidung treffen, was ich aber dann machen würde, ist Bewegung. Bewegen. Und ich sage dir gleich, was ich damit meine, weil es klingt vielleicht banal, aber es macht einen riesen Unterschied. Wenn Stress kommt, wenn Angst kommt, reagiert der Kampf- und Fluchtreaktion, also der Überlebensinstinkt, und man verkrampft sich, damit ich kämpfen kann, damit ich schnell reagieren kann, laufen kann. Es ist immer bei Angst immer eine Verkrampfung da. Deshalb mach das Gegenteil, beweg dich. Deshalb, wenn du merkst zum Beispiel, du kommst in Stress, sofort bewegen. Wir sagen auch bei Frei und Sicher Musik machen, für die Bühne, wo du keine Blockadenlöser machen kannst, Stress ist gleich Bewegung. Manche können auf der Bühne herumhupfen, dann hupfst du herum. Klassischer Musiker, der im Orchester sitzt, kann kleine Bewegungen machen, mit der Hüfte zum Beispiel, was keiner merkt, aber du kannst dich bewegen und kommst da schon wieder raus. Das heißt, das Wichtigste ist, aus dieser Verkrampfung, aus dieser Starre rauszukommen in die Bewegung. Und wenn es so eine Bewegung ist, wie ich es zum Beispiel mache, und das schon in der Früh beim Aufstehen, wo du merkst, bin noch in der Krise, vor allem, du kennst das, die Gedanken laufen, dann mal Körper bewegen. Selbst wenn, das mache ich oft, selbst beim Essen machen, beim Frühstück machen, schon bewegen. Gib dir Musik rein, die dir gefällt, tanz dazu, was auch immer, dass du aus dem Alten rauskommst. Das geht am besten, Blockadenlöser, wenn du die nicht hast, durch Bewegung. Geh laufen, mach Yoga, was auch immer. Aber mach was sozusagen, was dich da reinbringt in diesen Körper. Kannst du auch Mentalübungen machen. Das Wichtigste ist vorher aber Körperübung zu machen. Das sagen wir immer bei Frei und Sicher Musik machen. Zuerst Körperübung und dann eine Mentalübung. Weil sonst kämpfst du gegen die Verkrampfung des Körpers an. Deshalb lockern, freimachen und dann Mentalübung zum Beispiel machen. Wie eine Erdungsübung. Da gibt es viele, kann ich ein anderes Video dazu machen. Wichtiger Punkt, das kannst du kombinieren natürlich, was du auch machen kannst, tief atmen. Was passiert, wenn Stress kommt? Wir atmen viel flacher. 70% der Entgiftung geht über die Atmung. Das heißt, es bleiben viel mehr Giftstoffe im Körper, vor allem über längeren Zeitraum, wenn die Krise länger andauert. Bei mir waren es jetzt 2 Monate und ich habe begonnen, sowieso meinen guten inneren Zustand zu gehen, aber tief atmen, bewegen, aufrechter Körper zum Beispiel. So bist du im Körper, oh, mir geht schlecht, ich bin in der Opferrolle. Wenn du dich aufstellst, als würdest du strahlen und da bewusst drinnen bleibst, auch wenn es Herausforderung ist, bewusst drinnen bleibst, werden andere Hormone ausgeschüttet. Also das habe auch ich gemacht, wirklich, okay, jetzt tief atmen, sowieso Blockadenlöser bis zum Umfallen, tief atmen, aufrechter Körper nennen wir es in Frei und Sicher Musik machen, und aber ständig tief atmen, nicht nur eine Minute, nicht nur zwischendurch, sondern den ganzen Tag tief atmen, du kommst viel, viel schneller aus dem Stress heraus und es wird leichter, auch im Kopf, wenn die Waschmaschine kommt, wird es leichter zum Beispiel. Es gibt auch, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, jetzt habe ich das Mikrofon da, die Ein-Punkt-Methode. Es gibt in Frei und Sicher Musik machen wir Klopftechniken. Es gibt zum Beispiel, dass du die Thymusdrüse nimmst und da, vielleicht hört man es jetzt, da zu klopfen anfängst.
und gleichzeitig dich bewegst und tief atmest zum Beispiel. Also auch das entstresst die Thymusdrüse. Da kannst du auch mal probieren. Einfach, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, findest du auf Instagram oder auch auf Facebook. Einfach nur klopfen mal 2, 3, 4 Minuten lang, aber am besten dabei bewegen, tief atmen und du entstresst den Körper auch. Also das ist auch eine leichte Möglichkeit zum Beispiel. Also der zweite Schritt, wirklich den Körper entstressen. Und wie gesagt, ich habe Blockadenlöser gemacht bis zum Umfallen und es war leichter. Jedes Mal, mit jedem Mal bewegen, mit jedem Mal atmen, mit jedem Mal aufrichten, ist es leichter, weil du aus dieser Gewohnheit dann rauskommst. Wenn die Krise länger dauert, dann bleibst du schon in dieser Gewohnheit, vielleicht der Opferrolle drin oder es mir geht schlecht oder es ist anstrengend, es drückt. Wenn, selbst wenn du es auf deinen Schultern lastet, dann beweg deine Schultern, damit das runter kann, damit du frei sein kannst, dann kannst du auch wieder viel bessere Lösungen finden. Das Problem ist einfach, ich wollte Herausforderung sagen, aber in dem Fall ist es das Problem, wenn du in eine Krise kommst und die Scheuklappen kommen auf, weil die Ängste aufkommen und ich bin überfordert, dann findest du keine Lösungen. Deshalb ist es so wichtig, da rauszukommen und Lösungen zu finden. Und der dritte Punkt sozusagen, oder vierte Punkt, wie man es machen möchte, also erster Punkt nochmal wahrnehmen, dass ich in der Krise bin, dass ich eine Entscheidung treffe, rauszukommen, den Körper entstressen, so gut es geht, durch Bewegung, durch verschiedenste Übungen. Beispiel habe ich gerade gegeben. Und das dritte sozusagen ein Ziel machen und auch Glaubenssätze. Ein Ziel machen, was möchte ich wirklich leben? Dich selber fragen, was möchte ich wirklich leben? Und bei mir zum Beispiel, jetzt gehen wir zu den Glaubenssätzen, wo ich am Anfang gesagt habe, die haben mir extrem geholfen. Und Glaubenssätze bedeutet das, was du glaubst. Ich habe mir dann auch ganz bewusst ein Ziel gemacht, es darf leicht gehen. Und das war ein Mantra die letzten 2 Monate, es darf leicht gehen, es darf leicht gehen, es geht leicht. Wenn das zum Beispiel, wenn du in deinem Glaubenssystem hast, ich muss jetzt kämpfen, Krise kommt und jemand, zum Beispiel in meiner Situation, es gibt die Ämter, die machen Druck und jetzt sind die meine Gegner und ich muss kämpfen mit ihnen. Es war am Anfang so, die ersten paar Tage war es so, oder vielleicht sogar 1, 2 Wochen war es so, wo ich wirklich im Kämpfen war und das sind meine Gegner und die sind böse, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, je mehr Druck die machen, desto klarer wird es für mich, unseren Weg zu gehen. Weil wir sind klar in unserem Weg, es macht Sinn, warum wir das machen, was wir machen, dass unsere Tochter zu Hause ist und nicht in die Schule geht. Macht für andere vielleicht nicht Sinn, für uns macht Sinn. Und deshalb, je mehr Druck die machen, desto klarer wird es, dass wir diesen Weg gehen. Und dann habe ich das umwandeln können, dann wurden sie sozusagen für Freunde, wir sagen Arschengel auch in frei und sicher Musik machen, die Arschengel, die deine Punkte drücken. Aber dann wurden sie zu Freunden, weil durch sie, durch diesen Druck von diesen Menschen, die in ihren Rollen sind, das ist auch wichtig, das sind privat, sind die liebsten Menschen, wenn sie in die Rolle gehen, eines Richters, eine Jugendamt, was auch immer, dann gehen sie in die Rollen rein und dann arbeiten sie anders. Aber im Endeffekt habe ich das umwandeln können, das waren nicht mehr meine Feinde, sondern sind aber jetzt die Freunde, die mich unterstützen, noch klarer meinen Weg zu gehen. Und das macht ganz viel, also das ist das Glaubenssystem. Deshalb, ein Mantra war, es darf leicht gehen, es darf leicht gehen. Gleichgültig, welche Krisen kommen, in welchen Themen du drin steckst, sag dir und spürst mit jeder Zelle, es darf leicht gehen, es geht auch leicht, das ist meine Entscheidung. Und am besten das auch wieder trainieren im Alltag, damit es, wenn eine Situation kommt, wo du es brauchst, automatisch da ist mit den Gefühlen. Dann kannst du es vorsagen, dann entsteht dieses Gefühl auch. Also dieser eine Glaubenssatz, es darf leicht gehen, war die letzten 2, 3 Monate mein Mantra und wird auch weiterhin mein Mantra sein. Zweiter Glaubenssatz, der mich extrem unterstützt und wie gesagt, den habe ich nicht da kreiert, sondern den habe ich schon sehr, sehr lange. Das Leben arbeitet immer für mich. Das Leben arbeitet immer für mich, das Universum arbeitet immer für mich, nie gegen mich. Teilweise weiß ich es nicht, verstehe ich es nicht, warum ich da durchgehe, aber wenn ich zurückblicke, verstehe ich immer, das habe ich gelernt, deshalb bin ich da durchgegangen, das hat es mir gebracht, da bin ich stärker geworden, den habe ich kennenlernen können und so weiter und so fort. Oft wissen wir in einer Krise nicht, warum und wieso und warum ich, das ist die Opferrolle. Aber wenn du sagst, das Leben arbeitet immer für mich, ich verstehe es jetzt nicht, aber ich vertraue dem Leben und gehe weiter, dann macht dich das viel stärker und holt dich das auch aus der Opferrolle raus. Das hilft mir extrem, das Leben arbeitet für mich. Und das habe ich auch davor schon lange etabliert, damit das da jetzt auch funktioniert, war auch ein Mantra von mir. Anderes Mantra zum Beispiel, gehen wir da einen Schritt zurück, es kommt alles im richtigen Moment. Oder anders formuliert, es kommt immer das Richtige im richtigen Moment. Also es kommt immer das Richtige im richtigen Moment und es gibt immer Unterstützung. Das ist auch ein Mantra, das ständig da ist. Es ist immer Unterstützung da, es passiert immer das Richtige im richtigen Moment. Auch wenn ich es in dem Moment nicht verstehe, es wird seinen Sinn haben und ich gehe weiter und ich vertraue dem, es passiert immer das Richtige im richtigen Moment. Und dann auch unterstützungsmäßig zum Beispiel,
Ich hatte viele Telefongespräche, zum Beispiel mit Ämtern, wo es niemanden um die Kinder gegangen ist, sondern nur um Gesetze, Paragraphen und nur das Kind in die Schule zu bringen, weil dort geht es dem Kind besser, obwohl gar nicht überprüft wurde, wie geht es dem Kind zu Hause. Das dürfen die auch gar nicht im Endeffekt, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich mit einer Direktorin geredet von einer Volksschule und die war die erste, der es wirklich ums Kind gegangen ist. Das war ganz andere Energie. Und das ist dann, es ist immer Unterstützung da. In dem Moment, puff, ist das wieder aufgegangen, wieder Energie da und so weiter und so fort. Es ist immer Unterstützung da. Das würde ich mir zum Mantra machen. Es kommt immer das Richtige im richtigen Moment. Und das ist ein Grundglaubenssatz von mir, der mir extrem hilft. Früher war ich nämlich extrem in der Opferrolle, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich muss noch immer aufpassen, habe ich auch in den 2 Monaten gemerkt. Ich bin da völlig davon überzeugt, ich kreiere mir das. Das ist meine Kreation. Ich bin völlig überzeugt, das ist mein Glaubenssystem. Du kannst dir nehmen, was du möchtest daraus. Aber ich bin völlig davon überzeugt, ich kreiere mir alles, was da im Außen ist. Das ist meine Kreation. Selbst wenn es nicht stimmt, vielleicht klingt das für einige esoterisch, aber ich bin davon überzeugt. Und selbst wenn es nicht stimmt, das sage ich mir auch gleichzeitig, weil ich weiß ja nicht, ob es so ist, aber selbst wenn es nicht stimmt, komme ich mehr in die Selbstverantwortung, in die Power hinein, gehe aus der Opferrolle raus und kann agieren, kann tun. Wenn ich sage, ich kreiere mir das selbst, okay, was ist der Grund, dass ich mir das kreiert habe? Warum kommt es jetzt gerade? Was kann ich lernen? Wo sind die Faktoren, dass ich es verändern kann? Wenn ich mir das kreiert habe, dann kann ich es auch verändern, mir was anderes kreieren. Wenn ich aber sozusagen in dieser, warum ich und warum ist das mir passiert und ich verstehe es nicht reingehe, kann ich nicht agieren, kann nicht aktiv sein, kann es nicht anpacken, kann ich die Schritte weitermachen. Deshalb liebe ich den Glaubenssatz und integriere noch immer wieder, ich kreiere mir das, was da im Außen kommt. Und egal, mir ist es gleichgültig, ob es stimmt oder nicht stimmt. Ich kann aktiv werden, ich kann es verändern. Und dadurch stimmt es dann wieder, weil wenn eine Krise kommt und ich sage, die habe ich mir kreiert, passt, was kann ich verändern, dann kreiere ich mir das wieder, dann manifestiere ich mir das, Manus ist die Hand, ich tue was und bringe es auf die Erde. Also das hilft mir extrem. Es darf leicht gehen, das Leben arbeitet für mich, ich kreiere es mir selbst, deshalb kann ich es ändern, es kommt immer das Richtige im richtigen Moment, es ist immer Unterstützung da. Das sind so die Glaubenssätze, die mir in den letzten 2 Monaten und jetzt weiterhin auch noch helfen werden, die ich als Mantra laufen habe lassen und spürt und spürt und spürt. Selbst wenn ich nicht weiß und in der Krise bin, mit diesen Schritten wird es viel, viel leichter werden. Gehen es ganz kurz nochmal durch. Wahrnehmen, dass du im Stress bist, Entscheidungen treffen, rausgehen, Stress reduzieren und sozusagen Ziel und Glaubenssätze. Das ist jetzt in Coaching technisch geredet, aber einfach das, was du glaubst, das so zu formulieren, es darf leicht gehen. Das hilft extrem meiner Meinung nach. Genau, ich hoffe, das Video hat dir was geholfen. Schreib es gerne in die Kommentare rein. Egal wo, auf welchem Kanal du bist, abonniere gerne, Follower gerne, es würde mich freuen. Schreib auch deine Erfahrungen gerne in die Kommentare rein, interessiert mich sehr, ich antworte auch drauf. Und genau, weil wir dabei jetzt sind, 3.10. kurze Werbeeinschaltung, 3.10.2023 sind wir, findet mein letzter Live-Workshop für Berufsmusiker in diesem Jahr statt. Deshalb sei dabei, die Links findest du eh überall und würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das Ganze ist kostenfrei. Und da gehen wir noch mehr in die Tiefe und arbeiten Tools und Werkzeuge. Und es gibt auch einen Blockadenlöser, der ein Hammer ist, mit dem du schon arbeiten kannst. Clemens Wabra, frei und sicher Musik machen. Alles Liebe!